Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Champion der Agonie anzunehmen bei Govtok in Suldrak an dieser Position. Ich nehme diese Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Aber sonst könnt ihr euch die Quest nicht zeigen, denn das ist eine Quest für 5 Spieler. Eventuell kann ich euch ein paar Fähigkeiten vom Gegner zeigen und das hilft euch auch in WoTLK Classic. Auf jeden Fall, wenn ihr hier am Leveln seid oder auch schon auf Stufe 80 in WoTLK Classic, empfiehlt es sich, die Quest mit einer Gruppe zu machen von 5 Spielern, also Tank, Heiler, 2 DDs. Genauso wie in WoTL beim Leveln. Ansonsten keine Beschwerden, falls ihr sterbt. Vorquest war das Amphitheater der Argonie, Kovac der Blutwünstige. Bleib gut drauf. Ich nehme mal die Quest an und mal schauen, ob ich den Gegner in den Kampf verwickeln kann und ich euch ein paar Fähigkeiten zeigen kann. Es müsste ein Gegner kommen, genau, der auf ein Mammut ist. Soweit ich weiß, wenn ihr das Mammut zuerst fokusst, kann dann ein Spieler auf das Mammut steigen und die Fähigkeiten von Mammut auf den eigentlichen Gegner verwenden. Seht ihr, jetzt ist er abgestiegen. Ich habe das Mammut getötet, okay. Anscheinend muss man da aufpassen. Oh, ein Debuff, Krankheit, kann man dispellen. Macht auf den Tank. Mal schauen, was er noch so kann. Ich hoffe, dass er nicht zurücksetzt, weil ich ihn nicht lange Zauber abwehr. Sollte man weglaufen und eventuell die Caster nicht casten. Ha, logisch. Und noch was. Nochmal den Debuff. Okay, ich töte ihn mal. Ich glaube, mehr kommt nicht. Okay. Ja, mit einem Schlag. Ich hätte mich jetzt noch ausziehen können, also mein Equip ablegen und so weiter, aber ich glaube, das hätte wenig gebracht. Sobald ihr die Quest geschafft habt, ist die Quest abzugeben bei Vodin der Trolldiener in Suldrak an dieser Position. Ich hoffe, das Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Eventuell schaut ihr auch mal da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!